Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Magic the Gathering Arena. Ja, das Deck, was ich euch heute vorstellen müsste, habe ich Lebenszyklus getauft. Ist auch ein Deck, das aktuell zum Aufnahmezeitpunkt voll standardfähig ist. Das heißt, nicht wie meine vorherigen Decks bis auf Chandra, ist das jetzt tatsächlich auch aktuell in jedem legalen Format spielbar. Ja, ganz grob, worum geht's in diesem Deck? Wie immer am Anfang kurz erläutert. Wie es der Name vermuten lässt, versuchen wir Lebenspunkte dazu zu bekommen, und das möglichst recht schnell, um unsere Kreaturen zu stärken. Ich fange diesmal unten an, mit den Ländern. Den 5 Ebenen, die ich einfach brauchte, weil ich ein bisschen Mana noch brauchte. Ihr seht, das Deck hat diesmal 67 Karten, also ein bisschen mehr. Habe ich quasi alle Länder reingepackt, die, wenn sie ins Spiel kommen, Leben bringen und gleichzeitig die Farbe Weiß haben, weil es ein rein weißes Deck ist. Ausnahme ist hier der interplanare Signalturm. Immer wenn man Lebensmantel spielt, bekommt man hier ein Leben dazu. Ja, das Deck ist recht schnell erklärt. Wir haben einige Kreaturen drin, die immer stärker werden, wenn wir Leben kriegen. Das früheste, was wir spielen können, ist Ajani's Rudelmitglied für 2 Mana. Dann haben wir, wo ist der nächste? Kleinen Moment. Nein. Ja, der Doppelkling Paladin, der kriegt sogar 2+1+1 Magen. Nee, stimmt nicht, das war der, der nur eine bekommt. Aber der Doppelschlag bekommt, wenn man mehr als 25 Leben hat. Gideons Kompanie hingegen, das ist derjenige, der gleich 2 Morgen kriegt und der Gideon stärken kann. Ich habe allerdings keinen Gideon drin, weil ich den nicht so mag. Zumindest keiner der aktuellen Varianten. Das sind die drei quasi, die immer stärker werden. Und um uns mal im Notfall zu retten, haben wir Weltenreinigung drin, wo wir quasi alles zerstören, was kein Land ist. Den Reichsmantelriesen, der eine Nicht-Riesen-Kreatur zerstört, das trifft ja in dem Fall dann auch meine. Und der gleichzeitig auch als Kreatur mit Wachsamkeit gespielt werden kann. Und was ein bisschen früher noch alles wegrocken kann, ist die Stadtweite Razzia, wo alle Kreaturen mit Widerstandskraft 4 oder mehr weggehen. Das heißt, unsere Kleinen, die ich gleich vorstelle, die mehr oder weniger dazu dienen, Lebenspunkte zu bekommen, die bleiben hierbei am Leben. Das wäre für einen Mana der verzaubernde Streuner, hat 1:1 eine Lebensverknüpfung und wenn man noch einen spielt, dann kriegt der eine +1/+1 Marke. Hoffnungsschimmer, keine Kreatur, aber Verzauberung, die ganz wichtig ist, eine tolle Kombi. Denn immer wenn wir Lebenspunkte bekommen, können wir 2 bezahlen und falls wir das tun, eine Karte ziehen. Für 4 Mana dürfen wir uns einen Soldaten holen, der Lebensverknüpfung hat. Allerdings ist das eine relativ mana-intensive Kombination. Leidenschaftlicher Redner, der wahrscheinlich der am schnellsten ein Leben bringt, für 2 Mana 2/2. Und wenn eine andere Kreatur unter der Kontrolle ins Spiel kommt, bekommen wir einen dazu. Der in sich geschlossen ist und eine Kombo bildet als Engel der Lebenskraft. Er bringt zwar selbst keine Lebenspunkte, führt aber dazu, dass wir mehr Lebenspunkte bekommen, jedes Mal einen mehr. Gut, das klingt jetzt nicht viel, hat auch keinen offensiven Effekt, aber in dem Deck, wo man viel Lebenspunkte kriegt, kommt man schneller hoch. Und wenn man 25 schon mehr Leben hat, kriegt er zudem +2/+2. Genial ist auch Linden, die standhafte Königin. Ihr schwarzes Pendant habe ich schon ein anderes Deck, das ich später vorstelle. Und sie macht halt immer, wenn eine weiße Kreatur, die ich kontrolliere, angreife, bekommt man einen Lebenspunkt dazu. Theo, ein Planeswalker, der uns fluchsicher macht, schützt uns vor unangenehmen Zaubern und er kann 0/3 weiße Mauerkreaturenspielsteine mit Verteidiger beschwören und uns ein bisschen schützen. Und zugleich natürlich ihn hier triggern, immer wenn wir eine Kreatur spielen. Ajani ist auch hier drin, also beziehungsweise mehrere Ajanis. Erstmal hier ist Ajani Stärke des Rudels. Der hat mit dem ersten Effekt, dass er Lebenspunkte der Anzahl an Kreaturen und Planeswalkern bekommen. Der zweite Effekt ist der am wichtigsten, denn der macht uns dann ein 2/2 Katzenspielstein, der Ajani's Rudelmitglied ist, quasi den hier nochmal. Und damit massiv in unsere Kombo passt, denn Variante 1, wir machen alle stärker, weil wir Leben kriegen, oder Variante 2, wir holen uns ein paar neue, die stärker werden können. Ja, für 0, das können wir nur machen, wenn wir 15 Lebenspunkte mehr haben als und die Stadtlebenspunktezahl, dürfte also 35 ein Standardfall sein. Dann kann man ihn und alle gegnerischen Artefakte und Kreaturen aus dem Spiel entfernen. So, Zweikampf ist auch noch so ein Vernichter, den hatte ich vor uns glaube ich gar nicht vorgestellt. Jeder Spieler behält eine Kreatur und oder Planeswalker, den er selbst wählen darf. Total toll ist der inspirierende Kommandeur, nur leider für 6 Mana ist er ziemlich teuer und kommt eigentlich schon viel zu spät ins Spiel. Macht aber immer, wenn eine andere Kreatur mit Stärke 2 oder weniger unter unserer Kontrolle ins Spiel kommt, was standardmäßig fast immer der Fall ist, dann bekommen wir einen Lebenspunkt, damit triggert alles, die Kombi hatte ich schon mal draußen gehabt, das war total geil, ich hoffe, ich kann euch das zeigen, und wir ziehen eine Karte. Ja,
Das war's dann eigentlich schon. Stimmt, den Anton Arcani hatte ich rausgeschmissen, weil ich Platz brauchte. Gut, dann schauen wir uns mal an, wie sich das Deck schlägt. Unser erster Gegner ist MROZNY. Ich habe keine Ahnung, wie er spricht. Miroxnxbik ist eine andere Reihung von wunderschönen Buchstaben. So, schauen wir mal. Das ist eigentlich eine relativ schlechte Starthand. Wir haben zwei Mana und nichts dazu. Ich hoffe, dass wir einfach Mana dazuziehen, dass wir zumindest hier durch eine Karte nachziehen können. Ich hoffe es jetzt mal. Deswegen behalte ich das. Da ist das gewünschte Mana. Hallo, hab ich schon gesagt, verzeihen. So, hallo. Jo. Noch ist es nicht so spannend. Wurde wahrscheinlich den kongenialsten Zug der Welt plant. Er plant, wie er mich in... Er spielt ein Land, damit zwei Mana wird er eine Kombi auslösen, die mich vernichtet. Ja, sowas in Richtung hatte ich auch gerade vor. Ich habe nur noch nicht das Mana dazu. Geil, ich spiele jetzt wohl quasi mit demselben Deck gegeneinander. Könnte peinlich werden. Vielleicht ist mein schlechter. Ja, zahl zwei Mana. Das, wie gesagt, genau das gleiche habe ich auch vor. Ich überlege, ob ich es mache. Solange ich genug Mana habe, bringt mir das ja eigentlich nichts. Ne? Aber nur ein bisschen Druck. Gut, Todesberührung, das bringt nichts. Na, spielen wir halt das und ziehen dann auch irgendwann nach. Ja, der ist total, den mag ich sehr. Jetzt fängst du an zu nerven. Ja, wir müssen ja früher oder später, glaube ich, spielt keine Rolle. Wir haben hier nichts drin, um das wegzumachen, rumholen. So, spielen wir die. Ich muss einfach noch ein Leben dazu. Die kommen jetzt ungeblockt durch. Aktuell, wer so weiß wie lang. Die Reihenfolge war noch falsch, hätte ich das erst spielen müssen. Und Spielstein. Also er fängt langsam an, mich zu nerven. Ich weiß noch nicht, ob das Glück oder Pech ist, dass ich den jetzt gezogen habe. Fühlt sich aber gerade aktuell irgendwie nicht fair an. So, du nimmst die erste Fähigkeit. Warum habe ich jetzt 4 dazu bekommen? Ach so, wie die Kreaturen. Alles klar, gut. Hallo Gideon, mein Freund. Ich grüße dich. At your service. Wie war denn das? Hat er schon mal was erklärt? I believe in you. Unzerstörbar. Wachsamkeit, Todesberührung, Lebensverknüpfung. So, jetzt muss ich kurz schauen, wie ich das so mache. Zack. Ich spiele mir sie aus. Schicke Arcani, schnell suchen, alle Artefakte und Kreaturen, die deine Gene kontrollieren. Ja, gut. Greifen wir die einfach an. Wie sollen wir den in der Zukunft haben wir? Wahrscheinlich, ich hab's noch nicht mitgekriegt. So. Das ist die Frage aller Fragen. -2 und Leben dazu kriegen. Er greift an.
Nee, ich hole mir lieber einen Blocker. Our true strength lies in our friendships. Schade, dass nur auf Artefakte gehen, nicht auf Verzauberung. Verzauberung würde jetzt nicht richtig was bringen. Und jetzt noch viel mehr. Yay, Kling! Also er hat den Vorteil, er kann Schatten abziehen. Ich habe den Vorteil, ich bin aktuell ein bisschen stärker. Ja, wie gesagt, das war geplant. So. Also, ihn bringen wir auf jeden Fall um. So, ihn spielen wir auf jeden Fall aus. Jetzt überlege ich, welche Kombi wir verwenden. Wir holen einen Spielstein. Dann dürfte er triggern, wenn ich mich täusche. Also eine Karte nach 10 und würde ich liegen. Ja, der wird natürlich auch schön schnell starten. Und mit der Chani kriegen wir recht schnell weg. Was jetzt wahrscheinlich auch gleich nutzen. Dann ist wohl unser Johnny weg, aber auch seine fette Armee. Seid ihr schafft es schnell genug nachzurüsten, müsst ihr das wir schauen machen. Johnny wäre sowieso geschwindet. So, sind auf jeden Fall haben wir genug Leben dafür. Und haben noch wie viel Mana? 4. So, er triggert auch. Ihr seht, jetzt kommt diese fette geile Kombi mit ihm. Dann ist noch Mana dazu, dadurch gehen wir nochmal. Ich hätte zuerst ihn spielen sollen. Na gut. Frage aller Fragen, greifen wir an? Wir können nicht genug Turbo ausüben, glaube ich. Deswegen den Fernnehmer aus dem Spiel. Mit ihm die ganze Zeit. So. Tötet ihn noch nicht, aber bald. Kriegen jetzt erstmal fett Leben. Alles triggert. So, pass mal auf, wie stark die jetzt werden. Krass, weil das hier als eins Leben für eins triggert. Könnte vielleicht sogar doch reichen, oder? Zur Erinnerung, ja, wir haben die gerade erst rausgelegt. Also, die sind schon sehr stark geworden. Wahrscheinlich wird er jetzt gleich aufgeben oder etwas richtig Geiles auf der Hand. Okay, alles mal ausspielt. Und das heißt, würde ich auch sagen, ist so gut wie vorbei. Wüsste zumindest nicht, wie er gewinnen könnte. Ja, wir übertreiben es jetzt gerade noch, steht es dazu. Ja, auch so gut. Aber es macht Spaß mal zu sehen, wie weit man so ein Deck treiben kann, vor allem AP-technisch. Ja. Ihr seht, also wenn das Deck läuft, dann läuft es, er wird jetzt bestimmt sterben. Zu irgendeinem Grund das nicht mit 1 anzugreifen, nö. Durch sie triggert jetzt alles massiv fett. Ja, das auch, aber das tut mir deutlich weniger weh als ihm. Sache hat sich erledigt, würde ich mal sagen, ne? Also ihr seht, die haben über 20, die kriegen wir das so massiven Wert runter. Minus 68 eher, plus 71 wir. Also wenn das Deck läuft, dann läuft es. Und das war der erste Sieg. Unser zweites Spiel findet gegen Extoblazem statt. Blazem, Blazem, egal. So, unsere Starthand ist, naja, nennen wir es mal moderat.
Oder drücken wir es noch besser aus, die Wahrscheinlichkeit, dass wir was ziehen, was wir auch bald spielen können, ist relativ hoch. Ich glaube jetzt einfach mal dran. Verzauberte Streuner, naja, am Anfang ist okay. Die Spannung steigt. Hallo. So, warum von Anfang an sowas wie Druck auf? So, wir greifen jetzt erstmal an. Yay! Spielen ihn aus. Nächster Zug als Shining's Rudelmitglied. Und dann läuft das hoffentlich. Mal schauen, was er so dagegen macht. Sonst haben wir jetzt aktuell alles möglich bei ihm. Könnte auch ein Tetzred-Deck sein. Passt so von Farben. Mhm. Ich nehme eine Artefaktkarte einmal in deinem Friedhof, kannst du in diesen Zug wirken. Ah ja. Artefakt-Kreatur. Ja, da war bald was draußen, ich sehe. So. Den spielen wir direkt, nicht erst danach, damit wir direkt auch Leben generieren. Du wirst nicht blocken. Also, da wäre er wirklich mega blöd gewesen. Ich glaube, wir werden dann ihn ausspielen und direkt seine erste Fähigkeit nutzen. Wahrscheinlich holt er sich die Schlange. Ne, das wäre doof, oder? Trommelschaden, Reichweite. Ja, ich glaube, an seiner wird schon das Artefakt holen. Genau, den hier. Verteidigen spielst du 7 oder mehr Karten. Gut. So weit sind wir noch nicht. So, wir spielen jetzt einen Planeswalker. Und bekommen dadurch erstmal fett Leben. Was wiederum in fetten Wagen resultiert. Noch ein Goldstärker. Dann können wir nämlich sogar mit ihm angreifen, ohne dass wir Angst haben müssen. Denn er kann nicht angreifen. Kann nicht angreifen. Puh, wollte gerade sagen. Und jetzt muss er was dagegen tun. Wir haben auch bald genug HP zusammen, dass er seine letzte Fähigkeit nutzen kann. Je nachdem, was er spielt, werde ich ihn vielleicht nochmal stärker machen oder so. Mal schauen. Wahrscheinlich aber nicht. Also, wahrscheinlich mache ich das beides. So, damit verhindert er schon mal, dass wir angreifen. Man muss sich auch schützen, er ist schon auf 9 runter. Ah, sind wir jetzt gierig? Das bringt uns doch mehr, wenn wir den direkt spielen. So, wir spielen den. Kriegt erstmal alles in Marke hier. Der kriegt Doppelschlag. Fett. Das heißt, wenn er es zulässt, aber kein Mana, kann eigentlich nur zugucken. So, wir sind technisch gesehen eigentlich aktuell unangreifbar, je nachdem, was er noch so spielt. So, der Spielstein bringt uns nichts, seine letzte Fähigkeit bringt uns was, aber wir dürfen noch nicht. Deswegen holen wir uns erstmal Leben und fegen dann hinterher mit ihm die Karte leer. Also noch nicht sofort, das dauert noch ein bisschen, aber ein paar Zügen ist es soweit. So, noch keine Angriffe, soweit sind wir noch nicht. Artefakt hat er keinen mehr, die er rausholen kann. Jetzt muss er sich auf seine Hand beschränken. So, wenn wir den nächsten Zug spielen, können wir seine letzte Fähigkeit nutzen und fegen alle seine Artefakte und Kreaturen weg. Wahrscheinlich werden wir das auch machen. Ich bin jetzt mal ein Arsch und sag schon mal jetzt gutes Spiel.
sehen, ob man checkt, worum es geht. Übertreiben wir es? Ja, kann ja. So, jetzt haben wir genug Lebenspunkte zusammen. Spielen den trotzdem noch aus. Geben noch ein bisschen Leben dazu. Ja, und dann fegen wir sein ganzes Spielfeld leer. So, das dürfte er wahrscheinlich sogar aufgeben. Macht er nicht? Doch. Okay, das war unser zweiter Sieg. Okay, unser drittes Spiel ist gegen Nertesu. Für eine Gorgone sieht die nicht mehr schlecht aus. Ja, Stadthand. Ja, kommt drauf an, wir schauen mal. Daraus kann man garantiert was machen. So, welches wir spielen, ist egal. Sagen, brav, hallo. Natürlich jetzt noch eine Ebene zusammen zu haben, direkt, ja geil. Gute Kombi ist. So. Aber bei Mana brauchen wir das wahrscheinlich das zuerst spielen. Wäre nichts so schlimmer, als nicht genügend Mana zu haben. So, ich überlege jetzt gerade, wie ich den nächsten Zug intelligent gestalte. Klar, der Redner muss zuerst raus. Dann hat Janis Rudelmitglied. Dann würden wir Leben kriegen. Das wird aber hierfür verpuffen. Ja, wir sollten uns nicht zu viel Zeit lassen. Irgendwann wird er sich auch aufbauen. Mana, aber sonst hätte ich es genutzt, um mir gerade zu ziehen. Wir können natürlich jetzt uns beliebig viele Soldätchen bauen. Und jetzt zieht kein Mana, das ist natürlich total gemein. Es tut mir auch voll leid, Nertesu. Ja, wir können jetzt nicht einfach mit Gnade walten lassen. Das ist natürlich gemein, weil wir sind jetzt gut aufgebaut und er hat nur 2 Mana. Jeder kennt das Problem bei Magic wahrscheinlich, dass einfach nicht das Mana kommt. Erst dieser dritte Sieg fühlt sich unverdient an. Aber okay, wir bewerten ihn. Gut, das war der dritte Sieg. Und ja, ihr habt gesehen, das Deck kann sehr schnell sehr stark werden. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und mögen euch die Gaming-Götter hold sein.